Süd. Das sind Christina aus Russland, Jonas aus Norwegen und Nasser aus Ägypten. Ihre Reise startet in den Alpen. Hier kommt Aufgabe Nummer 1. Such die Wetterberichte aus FAZ, Bild, SZ und Garmischer heraus. Was bedeuten bloß diese Abkürzungen? Ich glaube, wir müssen dann diese 4 Zeitungen kaufen. Stimmt, Bild, SZ, FAZ und Garmischer sind Abkürzungen für 4 deutsche Zeitungen. Doch wofür brauchen Sie die Wetterberichte? Bringt die Berichte zu der Wetterstation, die sich hier befindet. Ja, wir haben ein GPS-Gerät. Hast du einen dabei? Ja, ich habe keinen. Versuch. Ja. Nein? Ah, ja. Wir haben ihn jetzt hier. Super. Super. Ja, wir sind hier. Wir sind hier, okay. Ja, genau. Und? Und? Wo geht's hin? Zugspitze. Zugspitze? Das ist der höchste Berg in Deutschland. Ach so, echt? Cool. Cool. Zum Glück müssen die drei nicht auf den höchsten Berg laufen. In Garmisch-Partenkirchen fährt die Zugspitzbahn ab. Zugspitze bitte jetzt umsteigen und fahrt Richtung rechts, Bereich B. Am Eibsee muss das Team umsteigen. Nach dem Zug geht es weiter mit der Seilbahn Richtung Gipfel. Dort oben liegt das ganze Jahr über Schnee. Das ist der Hammer. Endstation Zugspitzgipfel. Laut GPS-Gerät sind es jetzt nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Wow. Super. Kein schlechter Anfang. Christina, Jonas und Nasser sind jetzt auf 2962 Meter Höhe. Und? Wem ist es hier oben zu kalt? Ich denke, du kennst die Antwort. Mit meinen Händen, das ist ein bisschen... Willst du meine Handschuhe? Danke, Mann. Okay. Wir müssen jetzt zur Wetterstation. Und da lang. Wo ist er? Da vorne. Glaube ich. Dann gucken wir mal an. Okay. Oh. Guten Tag. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Sind Sie der Wettermann? Jawohl. Ja. Sie haben mich erwischt. Endlich. Keine Arbeit. Ach so. Ja. Habt ihr mir die neuen Berichte mitgebracht? Ja. Schauen wir mal das oben in der Station oben genauer an. Ach so. Da geht's ja mal mit am besten. Ja, gut. Ja, super. Das ist der Dienstraum von Robert Schardt. Hier beobachten er und seine Kollegen das Wetter und sie kennen natürlich auch den Wetterbericht. Diese Gegend bei uns ist so mit 21 Grad für heute Maximum angegeben. Das ist auch das Gleiche, wo wir hier haben unsere Berichte hängen und haben wir auch die Vorhersage ebenso, also für heute sonnig mit Temperaturen im Tal bis 21 Grad. Auf dem Gipfel ist es sehr viel kälter. Dafür können die drei bei diesem Wetter aber über 100 Kilometer weit sehen. Jetzt sind wir da. Wir haben also sehr viel Glück. Es war also vorgestern noch ganz anders. Es war Schneefall, 15 cm Neuschnee. Und seit gestern hat sich das gebessert und das ist also schon ein großer Glücksfall. Hat sich hier das Wetter geändert mit dem Klimawandel? Ja. Es hat sich durchaus geändert. Die letzten, sagen wir mal, etwa 25 Jahre ist gut erkennbar, dass die Temperaturen ansteigend sind. Und der Gletscher unten ist auch die letzten Jahrzehnte schwer zurückgegangen. Die Wetterstation ist sogar noch etwas höher als der Zugspitzgipfel. Das sind also Fotos vom allerhöchsten Platz Deutschlands. Ich muss sagen, ihr habt alle eure Aufgaben gelöst. Und da gibt es jetzt das erste Ticket nach Berlin. Yeah! Damit geht Team Süd mit dem ersten Ticket in Führung. Hauptsache, ich will jetzt essen.